Hallo und willkommen zurück bei Satisfactory. Wir waren in der letzten Folge dabei, alles für den Meilenstein oder Hub-Tier 6, Stufe 6, die erweiterte Infrastruktur, Energieinfrastruktur, sorry, die ganzen Ressourcen zusammenzusammeln und die Bauteile zu produzieren, die wir brauchen. Ich habe das jetzt mal schnell ohne euch gemacht, hat ja nicht mehr gefehlt, allzu viel. Und mit euch, ihr seht es oben rechts, ich habe alles, die ganzen Computer, ich habe alles. Mit euch schalte ich jetzt den Meilenstein frei. Upp. Basinga! Milestone reached. The fuel generator will match power generation to the increased consumption of recently acquired technologies and buildings. Additionally, improved conveyor belts can now be constructed. Der Brennstoffgenerator passt nun die Stromerzeugung an. Was? Was macht er? Ja, das Vierer. Oh, ist aber ist auch schön zu sehen, dass es immer ein anderes Design ist. Förderband, Förderband Modell 2. Hier fehlt die Übersetzung. Modell 3, den haben wir schon teilweise. Ja, nicht überall, aber so die längeren Strecken. Und den Vierer. Der geht natürlich. 270 zu 450 Ressourcen. Alter. Der wird böse. Der wird heftig. Genauso. Den Lift passend dazu. Den intelligenten Splitter, den hatten wir schon. Fundamente, da hat sich nichts geändert. Wände, hat sich nichts. Organisation, Fahrzeuge. Und natürlich Energie. Brennstoffgenerator. Consumables fuel to generate electricity for your power grid has an input, so feeding fuel can be automated. Ja, okay. Aber da müsste ich doch dann dauerhaft... Ah nein, wartet. Ich wollte jetzt erst hier dieses Biofuel. Hier, das hier. Das Grüne. Aber, wir können doch, wir haben doch Öl, wir können doch Brennstoff herstellen. Das heißt ja doch. Wow, das war's. So. Wir haben doch Öl, wir können doch dem hier sagen, er soll hier Brennstoff herstellen. Und dann können wir das automatisieren. Nee, hör mal auf, mach mal. Ja. Ich glaube, wenn wir das Förderband Stufe 4 einbauen, wird mir schlecht. Boah. Steht da drauf, Fresh Öl? Tatsächlich Fresh Oil. Ja, jetzt würde ich ja mal interessieren, wie groß der ist. Okay. Der ist natürlich... Den bauen wir weg. Wow, okay. So teuer ist der jetzt gar nicht. 5 verstärkte Rahmen, 10 Motoren, also 5 Motoren, 5 verstärkte Rahmen fehlen noch, 5 Computer haben wir noch, Kabel haben wir auch jede Menge. So teuer ist der gar nicht. Tja, ich würde sagen, wir steigen dann irgendwann mal auf Sprit um. Oder? Je nachdem, wie viel Energie er produziert. Naja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Aber alles zu seiner Zeit. So, hier können wir alles wegreißen. Also fast alles.
Wir können das, was hier hochkommt. Unten würde ich erst nochmal lassen. Unten bauen wir dann weg, wenn es soweit ist. Wie ist es denn hier? Okay, wird das leerer? Ich glaube, es wird leerer, oder? Also es muss leerer werden, weil es mir im Weg steht. Okay, Schrauben werden wegtransportiert. Ja, okay, Schrauben sind hier. Noch drinne, wunderbar. So, wo waren wir? Wir wollten hier mit den schnellen Förderbänder nach oben. Das schauen wir. Ach, wir brauchen jetzt auch. Wollen wir das, die besseren nehmen? Ja, schon, oder? Ich meine, die werden sehr, sehr teuer werden. Weil wir einfach... Aber ich glaube, der Container müsste voll sein. Hier bin ich falsch. Oder? Nein. Ja, also der Container wäre voll. Und würde, glaube ich, auch direkt wieder anspringen, wenn wir anfangen loszubauen. Warte, das will ich erstmal testen. Bevor wir hier irgendwas... Oh. Oh. Aber, hä? Hä? Du hast doch von hier den Strom, oder? Das verstehe ich nicht. Ach nein, er hat von da den Strom. Okay, gut. Dann müssen wir mal gucken. Ich hab's schon rot blinken sehen. Ach, du holst hier von hier hinten den Strom. Ja, warte. Das kriegen wir doch. Zack. Oder? Und schon haben wir... Schon produziert er. Produziert das, genau. Ja, und da wir Beton und das andere hier haben, macht er da weiter. Und welches Kraftwerk ist da jetzt ausgestiegen? Das hat sich nämlich nach einem Kraftwerk angehört, was ausgestiegen ist. Das läuft. Oh, wenn auch an der Grenze. Ach so, ihr habt die grünen Lampen hier hinten, oder? Ja. Nee, läuft. Ja, dann machen wir mal die schnellen Bänder. Doch, ich bin da schon so ein bisschen gespannt und geil drauf. Aber ich sehe gerade, dass diese Produktion hier im Weg steht dann. Okay, machen wir erstmal das Offensichtliche. Wir machen mal die Förderbänder hier weg. Ich meine, die werden sehr wahrscheinlich wieder hinkommen. Ich kenne mich. Aber nein, die überfall ich die Wand. So, aber wir können doch jetzt sagen, Logistik, den schnelleren Lift auf die 6, das schnellere Band auf die 5. Und jetzt gucken wir mal.
Genau. So. Und jetzt ist es ganz wichtig, was wir machen. Wir brauchen jetzt eigentlich drei. Drei Schmelzen. Und zwei Stück führen wir dann zusammen für die Produktion der Platten. Und die eine Schmelze würde erstmal ins Lager gehen. Oder? Doch, machen wir so. Machen wir so. Also müssen wir das hier aufteilen. Ich würde erstmal eine Linie weiterbauen. Stellen wir hier auf die Platten, stellen wir die Schmelze, oder? Geht nicht. Wow. Ups. Eisenbahn. So, nach der Schmelze geht es weiter mit der Zusammenfügung dieser zwei Schmelzen, damit wir genügend Platten haben. Oder brauchen wir das? Das ist jetzt die Sache, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Für was brauchen wir denn nachher alles die Platten? Doch eigentlich nur für diese Produktion hier. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, ne? Ich glaube, wir machen erstmal die eine Linie weiter hier. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Konstruktor, eigentlich schon, einen Konstruktor. Der uns Eisenplatten macht. Ah, da machen wir. Dann machen wir aus dem anderen, machen wir Eisenstangen. Ja, wenn ich hier bleibe, müsste ich das eigentlich. Ja, dann machen wir aus dem anderen Eisenstangen. Das ist. Und das dritte geht dann einfach mit den Platten einfach ins Lager. So, und der Konstruktor, genau, macht die Eisenplatten. Und nach den Eisenplatten erstmal nix.
Doch, hier kommt der. Der Manufaktur kommt dann dahin, oder? Der Manufaktur, der macht uns aus der zweiten Linie hier, wenn wir da Stangen schmelzen, macht er uns Schrauben. Ne, die müssen wir dann aufsplitten. Die Schrauben schmelzen müssen wir aufsplitten. Also hier nach dem Konstruktor müssen wir aufsplitten. Einmal Schrauben, einmal Stangen. Ne, warte mal. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Das ist doch vielleicht schon zu spät für mich hier. Also Fakt ist, der macht uns Eisenplatten. So, aus diesen Eisenplatten, die benutzen wir nur zum Bauen und um verstärkte Eisenplatten zu machen. Aber um das zu tun, müssten wir... Wartet, ich will das mal hier den zweiten Konstruktor hinstellen. War mir klar, eins zu weit vorne. Bauen wir den hier so. Konstruktor. Da kommt eine Schmelze davor, da macht er Eisenstangen. So, aus diesen Eisenstangen müssen wir dann Schrauben machen. Wir müssen aber auch abgreifen für einmal ins Lager. So, da machen wir hier einen Würfel hin. Logistik. Wollen wir dann gleich einen intelligenten nutzen? Ne, brauchen wir eigentlich gar nicht, weil hier kommt hier nur eine Ressource raus, nämlich die Stangen. Nicht genügend Freiraum, okay, ist zu nah. So, jetzt müssen wir hier nach das nehmen, was jetzt muss hier erst noch mal eine Konstruktor, der uns Schrauben produziert. Quasi so. Produziert er uns Schrauben? Der produziert uns Schrauben. Zack. Und nach diesem Konstruktor müssen wir das zusammenführen, die Platten und Schrauben zu verstärkten Eisenplatten. Ja. Aber hier muss dann erst nochmal ein Kraftwerk hin. So, und Strom müssen wir auch hier irgendwo hinbringen. Würde ich jetzt erstmal damit dranhängen.
Was ist denn hier? Können wir mal alles wegreißen, was leer ist, damit es nicht irritiert? Was ist denn hier eigentlich noch drin? Achso, das ist da noch drin. So. Das heißt, wir können doch dann hier eigentlich mal eine Strom-Dingsing-Energie. Ich hätte gern aber die verbesserte Variante. Das war jetzt ein Fehler. Den da hätte ich gerne auf der 1. So. Ah, der wird mit Turbodraht gemacht. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber davon haben wir ja, glaube ich, auch genügend. War hier hinten am ADW. So, hier ist die neue Produktionslinie. So, wenn ich sage, wir können hier einen Strommast hinstellen, der uns das versorgt, das versorgt, Ansinse, und dann gucken wir mal, dass das hier vielleicht noch funktioniert. So, dann werden die schon mal mit Strom bepowert. Wir gehen runter. Schauen uns das Ganze mal an. Und vielleicht können wir noch den ein oder anderen Meilenstein machen. Wie sieht's denn aus hier? Radartechnologie. Okay, die ist mir jetzt persönlich fast schon ein bisschen teuer. Okay, Computermonitore. Computer und verstärkte Rahmen. Ja, okay. Gut, das sind ja so. Radar ist vielleicht. Radar wäre vielleicht cool. So ein Radarturm. Aber brauchen wir halt 50 von diesen Quarz-Oszillatoren. Was wollte ich denn gucken? Achso, ich wollte draußen. Rein theoretisch hat er Strom und auch genügend, da ich ja schon Fabriken abgerissen habe. Wollen wir mal einschalten, mal gucken, was passiert. Alter, guckt euch diese Geschwindigkeit an. Abartig.
gehen wir ganz kurz nochmal oben gucken, weil ich glaube, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Aber ich bin neugierig, gehe trotzdem nochmal gucken. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Sind es natürlich jetzt lange Wege, da ich einfach den anderen Aufgang schon weggehauen habe. Alter, guckt euch das an. Pfiou, pfiou. Heftig. Zin. Oh, das da draußen ist sogar noch der Miner 1, gell? Da könnten wir vielleicht in der nächsten Folge auch den Zweier draufsetzen, oder? Dass der einfach ein bisschen mehr Ressourcen ran schafft. Ja, was brauche ich für den Miner 2? Gehen wir hier direkt in, mit dem Umbau in die neue, moderne. Einen von diesen kleinen Grabetier da hier. Weil einen bekomme ich durch den Abbau von dem anderen. Ich glaube, das machen wir auch in der nächsten Folge. Als allererstes. Kann ich den hier herstellen? Ja, hier, komm. Zack. Das habe ich noch gemacht. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.